Schenk. Bunker. Ich bin hier im Bunker der neuen Reichskanzlei an der Poststraße. Der Führer hat mich zum Kampfkommandanten des Regierungsviertels ernannt. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich fürchte, das wird schwierig. Hier wurde alles evakuiert. Mein Adjutant und ich sind die Einzigen hier im Hauptamt. Alle anderen sind weg. Sie sind doch Arzt. Ja, Internist. Hören Sie, requirieren Sie irgendein Fahrzeug und bringen Sie alles an Medikamenten, Morphium, Penicillin, Verbandzeug. Alles, was Sie unterwegs finden können, hierher zu mir. Ich sehe, was ich machen kann. Danke, beeilen Sie sich. Alles raus, sonst lass ich jetzt zack hier, meine Herren. Zwei Stunden drückt ihr ab. Was ist denn hier los? Packen, abhauen. Aha. Clausewitz ist ausgegeben. Alle Ministerien und alle Wehrmachtsführungsämter rücken ab aus Berlin. Und wer organisiert die Verpflegung der Bevölkerung und der Soldaten, wenn alle weg sind? Fragen Sie mich was Leichteres, Professor. Aber das ist doch Wahnsinn! Der Herr Professor. Ich kann nicht zulassen, dass meine Verwaltung evakuiert wird. So, Sie können das nicht zulassen. Die Lebensmittelversorgung von Berlin wird zusammenbrechen. Ein guter Soldat findet immer seine Verpflegung. Ja, und wenn in der Stadt gekämpft wird, wem nimmt der Soldat die Verpflegung dann weg? Doch wohl der Zivilbevölkerung. Ich werde das nicht verantworten. Das ist ein Führerbefehl. Als Amtschef bin ich der SS und Himmler unterstellt. Aber als Arzt bin ich Angehöriger der Wehrmacht. Und die marschiert noch nicht ab. Ich bitte, dies zu beachten. Der Professor kann in Berlin bleiben. Die entsprechenden Vollmachten sind sofort auszustellen. Aufsitzen!